Hallöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen zur Folge, wie man mini-winzige Winzig-Bloons bekommen kann. Und zwar haben wir heute schon im Livestream darüber gesprochen gehabt, wie es denn möglich ist. Und irgendwie so war immer wieder unterschiedliche Meinungen. Okay, andere sagen auch wieder, gibt unterschiedliche Meinungen. Das ist einfach, glaube ich, ein Nebenprodukt, diese winzige Bloons, dass man dieses Achievement erledigt, dass man mit dem Meisteralchemisten die 1 Million Popcorns hat. Und zwar haben wir sie gerade eben gemacht, ne? Ich habe es gerade getestet, habe das Achievement auf jeden Fall hier über Steam bekommen. Hier, Alchemisten Man and Bloon Boy, du hast M für Mini genommen und statt für J für Jumbo. Und ja, hatten wir wie gerade auf dem Discord-Server noch gesprochen gehabt, Newdo meinte, oder Halbe Welt meinte, ja, man muss halt 1 Million Popcorns haben, bis Runde 95 oder so. Und Newdo meinte, man braucht halt auch noch das Permanent-Gebräu. Ja, ich habe es einfach mal getestet. Und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob es am Permanent-Gebräu lag, ihr könnt es probieren, auch mal ohne. Mir war die Zeit zu schade, um es zweimal zu testen, sorry. Ja, Permanent-Gebräu kann man vielleicht mal weglassen, vielleicht funktioniert es dann auch. Auf jeden Fall, direkt als er 1 Million Popcorns hatte, habe ich hier das Achievement bekommen. Und ja, ist relativ easy, es war eine Leichtmission gewesen. Auf Stämme, habe ein paar Banken gebaut. Habe hier Permanentgebräu, habe hier Großmesser Ninja, habe hier Glumpen, Gliefenführer und so weiter. Und hier sind 1.200.000 Popcorns. Achso, wir machen den noch ganz kurz down, damit wir hier den. Ich habe ja den auch zweimal gebufft gehabt. Jetzt buff ich ihn halt, ja, mit dem Ultra Boost. Und ja, wie gesagt, 1 Million Popcorns. Ich weiß gar nicht, warum er ständig immer wieder Popcorns dazu bekommt. Finde ich mir manchmal total strange. Ja, gerade hat er wieder ein paar Popcorns. Wobei, er könnte angegriffen haben. Der Buff vom Alchemist, vom Affenpionier, habe ich irgendwie benutzt, den Ultra Boost, weil dann greift er wesentlich schneller an tatsächlich. Und macht mir schneller die 1 Million Popcorns voll. Geht vielleicht bei euch also auch. So. Ich schaue doch mal, wir haben hier, du hast M für Mini, das ist das geheime Achievement. Eigentlich hieß es, achso, hier steht verursache 1 Milliarde Schaden mit dem Blumenmeister-Alchemisten. Ich habe 1 Million gemacht, aber er macht nichts. Vielleicht muss man das erst einmal gemacht haben, ne, haben wir ein, das ist quasi, 1 Milliarde ist das nächste, 1 Million ist das versteckte. Damit haben wir ganz, ganz kleine Bloons bekommen. Jetzt können wir also statt große Bloons auch noch Mini-Bloons ausprobieren. Die probieren wir doch gleich einfach mal aus. Ich weiß gar nicht, ob es im Sandkasten geht. Wir probieren es mal im Sandkasten. Bestimmt geht es im Sandkasten. Da denke ich schon. Und es sind ultra winzige Mini-Bloons, die da kommen. So, lass nochmal alle durchlaufen. Ding, 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 ding. Ultra minimal. Also auf jeden Fall eine schöne Übersicht. Machen trotzdem genauso viel Schaden wie vorher. Es ändert nur am Design etwas. Das zieht mir gleich tausende Lebenspunkte ab. Oh, 900 sogar nur, ist ja nicht so viel. Ja, das sind die Mini-Bloons. ja, kann man auf jeden Fall mal spaßeshalber nutzen, die kleinen Mini-Bloons zu nehmen. Normale Größe ist wahrscheinlich immer das angenehmste, ehrlich gesagt. Genau, wie gesagt, ich habe es hier auf Dings gemacht, auf Stämme. Man kann es auf jeder andere Map genauso machen. Hauptsache, man hat ein bisschen Platz, um ein paar Banken zu bauen. Und den Meisteralchemisten plus das Permanentgebräu. Ob es funktioniert, ihr könnt es aber gerne probieren ohne Permanentgebräu. Ne? Könnt ihr gerne mal machen. Ich wollte es mal mittesten. Geht jetzt leider nicht mehr ohne zu testen. Und ja, dann habt ihr halt so hier die Möglichkeit, bei Extras auch noch die kleinen Bloons auszuwählen. Die großen Bloons, also die großen größer als die Affen und die kleinen Bloons sind so klein wie eine kleine Wespe. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt das kleine Geheimnis darum gelüftet. Und ja, gerne mal eure Erfahrung, wie ihr das Achievement bekommen habt. Gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.